Willkommen zu einem weiteren Meteormäßigen. Diese Bezeichnung kennen wir übrigens aus Smash Brothers. Mario Kart 8 Deluxe mit Rico Smancellos. Hallöchen. Und heute mal wieder mit Items. Hi. Weil wir das wollen. Die meisten okay. Zumindest. Warum wart ihr eigentlich nicht so gut mit ohne Items? Warum eigentlich nicht? Ich dachte eigentlich, das sind die absoluten Pros und das wird voll spannend. Das war doch auch spannend. Gut. Okay. Du warst nicht da, Zellos. Ja, dein Internet hat uns in der letzten Folge verlassen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob es mich dieses Mal verlassen wird, liebe Ruße, aber ich versuch's, dass ich da bin. So. Wahrscheinlich gewinnt er jetzt 3 Rennen, macht die Performance seines Lebens und hat sein Disconnect und hat den Part verloren. Selbstverständlich. Das war witzig. Alle Punkte, ja. Da warte ich jetzt auch an der Stelle. Ach ja. So ist das. Hat eigentlich irgendjemand von euch sich dieses Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen geholt oder hat vor, sich das zu holen? Nee. Hatte ich drüber nachgedacht, weil ich es eigentlich interessant finde, aber ich dachte mir dann wieder, dass es schon wieder 60 Euro kostet und dann dachte ich mir so, nee. Richtig. Ich habe beim Gewinnspiel teilgenommen, wenn ich es gewinne, dann habe ich gewonnen und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht findet sich auch irgendwann jemand, der das gegen Mario Maker tauschen möchte, dann. Garantiert bei GameStop oder so? Also ich hätte mal Bock, dieses Sonic Olympiaspiel oder Mario Sonic bei den Olympischen Winterspiel 2020, Tokio heißt es ja korrekterweise. Mal ein Wochenende zu spielen, wenn das aus der Videothek auszuleihen, aber da haben wir ja schon die Krux, es gibt keine Videotheken mehr. Ja, die sind alle ausgestorben. Nö. Bei uns gibt's noch eine. Ihr habt noch Offline-Videotheken? Ja. Oh, ich bin erledig. Der Wahnsinn. Jeder kann ja alle Spiele runterladen und illegal cracken und so. Ja. Will ich ja gar nicht. Ach so. Ich bin ja möchte ja wie nennt man das? Die netten Firmen unterstützen, die mir irgendwas mit Scheiße produzieren. Ach so, okay. Das ist aber Rikus. Was meinst du denn hier für Scheiße? Was ist denn? Was hat sich denn dein Argwohn mit Hass erfüllt? Im Osten gibt es auch noch Premiere, schreibt Twibi. Es gab tatsächlich. Es war tatsächlich. Ich kann nicht mehr. Schlecht. Ja, aber gut. Es war tatsächlich Mario Maker 2, das mir meine letzten Hoffnungen nahm, dass mal wieder ein schönes Spiel rauskommt. Okay. Dann ist da noch Splatoon, wo mich die Leute aufregen. Hauptsächlich das damit, dass sie unfassbar arschig sind. Aber das sind wir doch auch. Aber ich bei mir kommt es sympathisch rüber, wenn ich arschig bin. Ah, das ist schön. Das ist schön. Dieses Mal gibt's bei mir einen Feigenschnaps, Regus. Für diese wunderschöne Bemerkung. Ich würde dann doch lieber einen anderen Schnaps nehmen. Okay. Nee, das war der Orange, oder? Ja, das ist trotzdem feige, ist nicht ganz so. War nicht schlecht, okay. Aber der war mir zu schnell. Schnaps ist immer gut. Es tut mir leid, dass ich unseren Gast 4-mal mit einer roten oder 5-mal mit einem roten Panzer getroffen habe, aber so bin ich einfach. Du sollst dich entschuldigen, dass es nur so wenig war. Ja, Entschuldigung. Eben, warum hab ich dir beigebracht? Nichts. Warum waren es so wenige? Nichts, verdammt! Weil du beim Unterricht immer geschlafen hast, kann ich nichts für. Das ist Schüler. Undankbares Pack. So sind wir halt. Wir sind gentle, wir sind Idioten und wir sind eklig. Gentlemen. Jetzt treffe ich ihn nochmal im Grün vielleicht. Ah, schade, doch nicht. Nee, der wird jetzt stattdessen hier noch schnell Dritter, glaube ich. Ja. Wenn das stoppt, schnell. Nein! Ich bin Vierter! Baby Luigi ist Zweiter, jawohl. Ja, sehr gut. Mann, bin Vierter. Go, go. Baby Luigi. Ja, ich glaube, so viele Rote habe ich noch nie in kurzer Zeit abgeschossen. Ich weiß, waren, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Ja, auch eine Furie. Ich dachte sich wahrscheinlich, jetzt schießt er 3 rote ab, aber ich habe 3 grüne und dann, oh nein, jetzt schießt er noch einen ab, ich habe noch einen zu verteidigen, aber dann beim 5. Aber dann? Aber mein Internet schmackt gerade übrigens auch rum. Ich bin übrigens auch bei Unity Media, also mal gucken, wie lange der Stream noch läuft. Oh nein! Rico ist müde. Rico ist müde. Ja. Ich bring den Kaffee vorbei, Rico. Oh ja. Ich habe vor der Aufnahme schon einen heißen Met getrunken, aber ich glaube, das war nicht gerade förderlich. Boah, nicht schlecht. Also da würde mir einfach nur müde werden, an der Stelle. Also. Oh ja. Ich glaub, könnte das sein, dass das eine Rolle gespielt hat, ja, weil ich war vorher fit. Ah, okay. Ja gut, du bist ja auch im Feiermodus, oder hast du Urlaub gerade, wie ist es bei dir? Ich hab noch Urlaub heute und gestern. Boah, du exhalierst, ey. Urlaub? Ja, heute und gestern, heute und morgen. Junge! Der ist ja, ich müde und hat Urlaub. Angeguckt, Zellos. Ich hab doch die Smite Worlds angeguckt, das ganze Wochenende. Hast du mitbekommen, dass es neue Charaktere geben wird, ne? Ja. Heimdall und Baba Yaga. Ja. Den? Rheindahl und Baba Gaga? Heimdall. Ach so. Heimdahl, der Wächter. Den kenne ich. Der Wächter des Bifrost und ja, und Baba Yaga, die Hexe. Baba Yaga ist der Wächter der Bifi und. Sind die Wächter der Bifi? Jetzt passiert. Heimdahl, der Wächter der Bifi.
Ja, irgendwer muss Beefy hier bewachen. Ja, okay, das stimmt. Sonst würde ich alles aufessen. Die sind doch voll ekelhaft. Die sind voll geil. Sind wir mal ehrlich, das ist der größte Scheiß. Ja, und das schmeckt richtig gut. Überhaupt nicht gut. Doch, ich liebe Beefy. Weißt du, was Tübi mir zum Geburtstag geschenkt hat? Über 30 Beefy. Oh, ich hab noch nicht alle gegessen. Ich hab die hier immer noch. So lecker sind die, ne? Das sind die nach wie vielen Monaten? Ja, ich kann nicht alle auf einmal essen. Doch. Wann hast du Geburtstag? Im Oktober, am 1. Ja, okay. Das würde ja bedeuten, dass du nicht mal eine pro Tag isst. Also das kannst du auch nicht als ich mag liebe Beefy bezeichnen. Wir reden von Beefy-Geschenken. Jetzt hat Spitzschwarz mich dafür getroffen. Meine üble Tat im letzten. Ah, oh, Rikus. Ich hasse euch alle. Da, Rikus. Das ist gar nicht dir, Zellos. Nein, wieso? Wieso? Ich bin zu glücklich, Erster. Boah. Junge. Ich hab gerade einen Schreck bekommen, ey. Ja, jetzt krieg ich natürlich kein Item. Juhu. Ah, ich kann kotzen. Der Zellos wird Erster. Juhu. Nein, Zellos darf nicht gewinnen. Ah! Oh Gott. Danke, Rikus, für den dritten Platz. Alter. Der könnte wichtig gewesen sein. Weißt du, warum du den bekommen hast? Weil ich dem Roten ausweichen musste, der von vorne geschossen kam. Ja. Manchmal koche ich Barry auch etwas, da muss er nicht an seine Beefy-Reserve. Ja, das stimmt. Koch ihn nochmal eine Beefy. Oh, geil. Koch ihn nochmal Beefy. Mit einer schönen Senfsoße. Haben wir alle jetzt 25 Punkte gehabt? Habe ich das eben richtig gesehen? Also ich bestimmt nicht. Fast du hattest, glaube ich, 24. Ja, ich glaube, einer hatte 24 und einer hatte 27. Auf jeden Fall gut unterwegs. Auf jeden Fall GG, Spitzbatz. Gut gemacht. Ich glaube, da ist einer der ersten drei gewesen. Ja, er müsste gewonnen haben. Du bist Zweiter geworden, nicht Dritter. Und ich will aber gewinnen. Ja, nein. Ah, doch, einmal. Senfsoße, Tübi freut sich. Oha. Echt? Das ist auch so ein Ossi-Dings, ne? Senfsoße, oder? Ich mag das nicht. Ich finde es total ekelhaft. Ich mag Senf, aber das mag ich nicht. Süßer Senf ist geil, mit Leberkäse. Bei mir sind es Weißwürste, ich mag den nicht. Ey, Schwurst. Nur irgendwie lustig, dass ich dann nach Ingolstadt muss wegen Schulungen und Weihnachtsfeier und alles mögliche und dann haben die natürlich immer Weißwurstfrühstück. Ihr geht's. Aber das ich habe heute Pizza und Frühstück gegessen. Das Traurige ist, wenn du im Süden bist, da schmeckt der Leberkäse nicht besser, als wenn du irgendwo im Westen oder woanders den kaufst. Das ist richtig, ja. Warum sollte denn was besser schmecken, was sowieso ein bisschen Frühstück wusste? Das sagt mir mein Gehirn so, keine Ahnung. Das ist halt aus Bayern, deswegen dachte ich, es schmeckt besser in Bayern, aber ich meine, es schmeckt genauso. Nee, das schmeckt genauso scheiße. Gibt ja durchaus Dinge, wo das... Genauso scheiße? Hallo, Leberkäse ist das Beste, was es gibt. Leberkäse ist schon wirklich ein ganz schön widerwärtiger Scheiße. Rikus, verlass unseren Kanal. Ja, dann... Ich muss aber noch Rikus zustimmen, ich mag das. Du streamst gar nicht auf unserem Kanal, du kannst es gar nicht. Du kannst aber ich lade Videos auf YouTube hoch. Ihr mögt keinen Leberkäse, was ist mit euch verkehrt? Ja, dann bist du ja scheinbar überstimmt in dem Fall. Nein. Ja, eben. Ich hab immer zwei Stimmen. Ich finde, Leberkäse schmeckt einfach so extrem penetrant. Geil. Und künstlich. Geil. Es ist einfach nur. Es reicht nicht mal, um den Fußboden damit zu wischen. Ich glaube, da stoßen wir bei Barry auf taube Ohren. Richtig. Leberkäse ist das Beste, was es gibt. Das Beste, sagt er noch. Beste. Ach ja. Ich bin enttäuscht, aber es erklärt auch, warum ihr nicht so gut seid wie ich in Mario Kart, wenn ihr kein Leberkäse isst, denn das gibt mir die Kraft. Warum bist du dann in Smash so schlecht, wo es tatsächlich auf Stärke ankommt? Weil man dafür etwas anderes essen muss, was ich nicht mag. Vielleicht sowas wie, mögt ihr Brokkoli? Jetzt. Mag eigentlich alles an Gemüse. Ja, siehst du, ich mag nämlich kein Brokkoli. Also liegt es wahrscheinlich an dem Brokkoli, den ich nicht esse, dass ich in Smash so scheiß bin. Ich hab das Gefühl, dass du dich irrst. Ich denke, das ist richtig. Wir liegen überall Pilze rum. Wir sind im Schlaufenland. Okay, der Zellos ist wieder weg. Hervorragend. Zellos, geht das noch mit Aufnahme? Ja, bestimmt. Ich das Witzige kein ist, dass er vor mir herfährt hier. Meine Piranha-Pflanze wurde weggeblitzt. Okay. Ich hätte übrigens in dem Rennen hier wirklich hart gemacht, Mario Kart. Ich krieg's nur. Items, was ist das gewesen? Die Fresse, wollte ich gerade sagen. Ich bin es, der Unbekannte. Bitte entscheiden Sie sich, ob rein oder raus. Ist doch kein Sex hier. Entschuldigung. Ja, doch. Oh, der war so schlecht, dass ich ihn gut fand und deswegen wurde ich jetzt gemacht. Mario Kart. Ich mach das genauso wie mein Sex hier. Rein raus. Ja. Ach ja. Schön. Ich bin enttäuscht. Wegen Rico seinem schlechten Witz wurde ich getroffen und bin Zweiter geworden. Schön. Wegen seinem schlechten Witz, sehr schön.
Wegen schlechten Witzen verliere ich aber auch gerne. So, ein Rennen noch in diesem Part. Zellos könnte noch gewinnen, wenn er mitfahren würde. Nee, ich schaffe das heute nicht mehr. Aber ihr dürft gerne zeigen, was in euch steckt. Vor allen Dingen, ich habe ja vorgelegt, wie ihr mitfahren. Vor allen Dingen, wenn du reinjoinen würdest, dann hättest du wieder 0 Punkte. Ja, das ist richtig. Jetzt hast du 33, also wäre es taktisch nicht klug, nochmal reinzukommen. Ja, deshalb erwarte ich, dass mein Waluigi-Klon an der Stelle das machen wird hier. Ich habe hohe Erwartungen. Wenn es den noch gibt. Den wird es noch geben, will ich. Hallo? Der wird immer überleben. He will survive. Oh, jetzt spielen wir diese absolute Lacker-Dreckstecke. Aber ich muss auch nochmal anführen, Leberkäse geht gar nicht, finde ich, bei mir. Das geht gar nicht. Ihr ekelt mich an mit eurer Nahrungsmittelinkompetenz. Egal, ob mit Soße oder Spätzle oder irgendwas, es geht nicht. Das kann Leberkäse eigentlich nur als Brotauflage nehmen. Als Brotbelag. Kann man auch machen, ja, schmeckt auch. Aber dann aber so dünn wie zum Beispiel so eine Scheibe Schinken. So, ne? so 1-2 Millimeter dick maximal. Und dazu noch ein bisschen Käse drüber, Wurst und Wurst, ich Butter, hab jetzt richtig Bock auf Salat. Ja, dann würde ich das essen, aber so als ich nenne es mal als Hauptgericht, keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist. Ja, es ist einfach nur. Ist es ja nicht pur, du isst ja irgendwas dazu, entweder ein Brot oder Leberkäse mit Spiegeleis. Richtig geil. Leberkäse in der Pfanne und dann. Was meinst du? Mein Kollege ist aber genauso, der ist es mit Gurken und mit Senf morgens. Okay, Alter. Ja, okay, kannst pur du auch ist langweilig. Einfach pures Hackfleisch essen. Kann man pur essen, ist langweilig, aber Leberkäse mit Spiegelei und das auf einem Brot zum Beispiel. Alter. Krieg ich hier gleich einen Essensorgasmus, wenn ich daran denke. Junge. Ich würde gerne meinen Met wieder auskosten. Mein Met weigert sich sowas anzuschauen. Was hat dich jetzt getroffen? Oh, Mann. Hast mich getroffen, böser Rikus. War ich das? Was hab ich denn geschossen? Oh, jetzt hat mir noch irgendjemand abgeworfen. Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Und jetzt bin ich nochmal getroffen. Wie fiesen. Ach ja. Aber das ist ja nicht für eine Stadt im Hintergrund eigentlich. Noch nie aufgefallen. Also was habt ihr denn hier für 1000 Items? Das war eins. Nein, ich habe gerade 3 abgewehrt. Die waren nicht von mir. Oh mein Gott. Habe ich etwa doch noch kurz vor Ziel nochmal euch beide überholt? Na, wenn er mal auf dich schießen würde mit dem Roten, dann würden wir dich auch kriegen. Die kleinen Schweinchen. Nee, hätte ich nicht. Ich hätte noch einen grünen Reserve. Bin Zweiter. Yay. Gut. Was? Kannst du doch nicht machen. Würde ich habe ihn unterflogen. Das war's für die heutige Folge von Mario Kart 8. Deluxe. Mario Kart. Mhm. Wollt ihr noch irgendwas zum Ende sagen? Ja, nee. Leberkäse ist ekelhaft. Leberkäse ist geil. Hört nicht auf die beiden. Ekelhaft. Immer einmal mehr als du. Lecker. Tschüss. Lecker! Leberkäse.